Nächster Redner ist Hubert Fuchs von der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Eingangs darf ich klarstellen, und der Kollege Matznetter hatte schon einiges Richtiges dazu gesagt, wir erhöhen heute nicht die Investitionsprämie an sich. Die Unternehmer erhalten durch den heutigen Gesetzesbeschluss keinen Cent mehr. Wir verlängern heute auch nicht die dringend erforderliche Verlängerung der Antragsfrist zur Geltendmachung der Investitionsprämie. Wir korrigieren heute lediglich zum dritten Mal das Investitionsprämiengesetz und die zugrunde liegenden Vorbelastungen, weil die Regierungsparteien nicht in der Lage sind, ordentlich zu budgetieren. Aber das ist nichts Neues, das haben wir heute schon erlebt beim Bundesfinanzgesetz. Ich darf kurz auf die entsprechende Chronologie eingehen. Im Juli 2020 haben wir hier im Hohen Haus das Investitionsprämiengesetz beschlossen. Damals schätzte die Bundesregierung die erforderlichen Budgetmittel auf 1 Milliarde Euro. Sämtliche Oppositionsparteien kritisierten bereits damals die Unterdotierung des Budgetansatzes. Das WIFO ging bereits damals von fiskalischen Kosten von 4,6 Milliarden Euro aus. Bereits 2,5 Monate später haben wir dann im Hohen Haus die Erhöhung auf 2 Milliarden Euro beschlossen. Und wieder nach 2,5 Monaten haben wir im Hohen Haus die Erhöhung auf 3 Milliarden beschlossen. Und heute beschließen wir eine Erhöhung auf 7,8 Milliarden Euro. Eine 780-prozentige Steigerung der Budgetkosten innerhalb von 10 Monaten, und zwar ohne, dass die Unternehmer einen Cent mehr erhalten. Das ist wirklich ein Kunststück. Kurioserweise erhöhen wir die Budgetkosten auf 7,8 Milliarden Euro, obwohl die Gesetzesmaterialien nur von 5 Milliarden Euro effektiven Liquiditätsbedarf sprechen. Das heißt, sicherheitshalber beschließen wir jetzt sogar schon Budgetvarianten, aber sicher nicht mit der FPÖ. Was aber dringend erforderlich wäre, das negiert die Bundesregierung. Wir brauchen eine Verlängerung der Fristen im Investitionsprämiengesetz. Dadurch könnte man sicherstellen, dass auch diejenigen in den Genuss von Investitionsprämien kommen könnten, die wirklich Investitionen tätigen, die sie vorher eben noch nicht geplant haben. Derzeit haben wir nämlich fast nur Mitnahmeeffekte, die auch positiv sind, aber wir wollen ja Unternehmer zu Neuinvestitionen anregen. Abschließend darf ich noch festhalten, das Investitionsprämiengesetz ist ein Musterbeispiel für schlechte Logistik, sowohl formell als auch materiell. Nur eine Abarbeitung der Investitionsprämienanträge durch die Finanzämter wäre vernünftig gewesen, und zwar in Form einer unbefristeten steuerlichen Investitionsförderung in engster Anlehnung an die Forschungsprämie mit Rechtsanspruch und entsprechenden Rechtsschutzmöglichkeiten. Vielen Dank. Die heutige dritte Erhöhung des Investitionsprämienbudgets sei nur deswegen notwendig, weil die Regierung nicht richtig budgetieren könne, kritisiert Hubert Fuchs von der FPÖ.